Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einem Montagabend-Stream. Sorry für die kurzfristige Ankündigung, ich dachte eigentlich, es wird sich heute kein Stream ausgehen, aber es geht sich offensichtlich doch einer aus, was dazu geführt hat, dass ich es nicht rechtzeitig ankündigen konnte. Teilweise mein Fehler, I guess. Wir werden Space Haven spielen, wie auch angekündigt. Vergrößern, Hack, mach, Power Generator rein, ja. Und ich glaube, wir stellen es auf Deutsch. Damit wir den, wo ist es denn? Damit wir diese Logbücher gescheit lesen können, ohne dass ich, meine schlechten Englisch-Skills outen muss. Oh, ich muss es restarten? Wupsi. Okay, das heißt, ich muss auch wieder die Auflösung ändern, weil es stellt sich immer wieder zurück, wenn ich es neu starte. Leider. Bam, badam, bam, bam. Auflösung. Okay. OBS ist es auch da, wunderbar. Ich hoffe, das crasht jetzt nicht oder so. Ich hoffe, es kann das. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden es sehen. Du bist dabei, eine Anlage von kritischer Bedeutung zu bauen, aber das haben wir schon gelesen. Okay, okay, wie heißt du jetzt? Stromgenerator. Das macht sehr viel Sinn. Habe ich schon in Auftrag gegeben, die Hülle? Ja, okay. Cool. Da kommt jetzt dann der größere Stromgenerator rein und wir können jetzt noch kurz die, Servus, Bubbler. Wir können jetzt noch kurz die, wo war das Lock? Da, oder? Ja. Erstens, die Apokalypse. Das Ende kam weder mit Paukenschlag noch großem Trara und auch nicht in einem atomaren Feuerball. Nein, es schlich sich an. Seinen Anfang nahm es im 21. Jahrhundert. Die Menschheit machte seinerzeit gewaltige Schritte nach vorne, aber die Erde hatte bereits großen Schaden genommen. Viel davon mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Als die Insektenpopulation zusammenbrach, hatte das schwerwiegende Auswirkungen auf Agrargüterproduktion und Artenvielfalt. Dies wiederum zog Ökosysteme auf dem ganzen Planeten in Mitleidenschaft. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir unsere CO2-Emissionen drosselten, gab es bereits nicht mehr genug Bäume, um den Überschuss zu binden. Yo, too real, dude. Müssen die da... Ich meine, gut, Atomkrieg ist jetzt auch nicht so unrealistisch, aber... Jesus! Das Ergebnis waren heißere Sommer und kältere Winter. Täglich starben tausende von Arten aus und während wir uns über Ursachen und Lösungen zankten, rissen wir die Bande zwischen uns auseinander. Allianzen zerbrachen, alte Verbündete wurden zu erbitterten Feinden. Das Gewebe des das Nationalstaaten zusammenhielt, löste sich auf. Die großen Gefüge, die Internet, Welthandel, Just-in-Time-Lieferketten und all die anderen Dinge stützten, auf welche die Menschheit zum Überleben angewiesen waren, sie zerfielen. Hungersnöte, Epidemien und Kriege ließen das 22. Jahrhundert zu einem noch blutigeren werden, als es das 20. gewesen war. Das sind richtige positive Vibes, die ich hier bekomme. Doch die Menschheit hatte sich schon immer großes Talent zur Anpassung bewiesen. Ah, da, geh mal! Als die Sonne das Land ausdörrte, wieder kurzer Flashback in die Depression, erfanden wir den Temperaturregulator. Als es immer häufiger zu Missernten kam, erfanden wir Anbaukammern. Wir verbesserten die Recycling-Technologie, wir fanden neue Wege zur Energiegewinnung. Aber wir hinkten dort, wo es wirklich zählte, immer einen Schritt hinterher. Seinerzeit pflegten die Leute, sich über die Technologieriesen und deren Slogans lustig zu machen. Lösungen für gestern, für morgen. Es ist nicht so, dass wir die Welt zerstört haben, aber wir haben definitiv dafür gesorgt, dass die menschliche Zivilisation, wie wir sie bisher kannten, auf ihr nicht länger aufrechterhalten werden kann. Zu viele Orte verfielen zurück in feudale Tyrannei oder wirtschafteten sich herunter, bis sie sich in einer Hungersnot wiederfanden. Oder sie wurden durch die massiven Klimaveränderungen schlicht und ergreifend unbewohnbar. Doch während alledem gaben wir den Blick hinauf zu den Sternen nie auf. Natürlich gab es kritische Stimmen. Dass Raumfahrt eine Verschwendung immer knapper werdender Ressourcen sei. Okay, das ist alles einfach nur... just topical. Dass all das Geld und all die Mühen besser dafür aufgewendet werden sollten, um tatsächliche Problemlösungen zu finden. An diesem Punkt sieht es allerdings so aus, als wäre der Weltraum die einzig wirklich solide Investition gewesen, die wir je getätigt haben. Okay, I see. Drum sind wir im All, wie es aussieht. Ey, um mein Kaffee köchelt. Ich meine... ich muss kurz Kaffee holen. Klimawandel und so ist wichtig, aber ich brauche meinen Kaffee.
So, da, da. Servus, Baumi. Eintrag 1. Ist das der gleiche? Ah nein, da haben wir. Das ist die IRS Mary Shelley. Cooler Name. Log-Eintrag 1. Eine gewaltige und plötzliche Veränderung. Unabhängiges Forschungsschiff Mary Shelley. Erster Logbucheintrag Kapitän Grant Park hier. Oder soll ich mich weiterhin Professor nennen? Besser nicht. Das hier ist schließlich ein Raumschiff und keine Universität. Ja, ist das ein persönliches Tagebuch oder fucking Logbuch? Auch wenn es eigentlich keinen Grund gibt, warum es nicht beides sein könnte. Ich habe ein paar meiner Kollegen mitgebracht. Anderson und Fichtel. Sowie zwei Doktoranden, Chase und Rami. Alles gute Leute, nicht irgendwelche praxisfremden Akademiker, sondern mit großem Talent gesegnete Forscher. Und dadurch, dass sich Chase und Rami eine Kabine teilen, wird Platz gespart, der für andere Zwecke verwendet werden kann. Die Mary Shelley ist eher einfach, ein eher einfach gehaltenes Schiff, um es mal so auszudrücken. Aber sie fliegt, verfügt über üppige Vorräte und hat alles an Bord, was wir zum Überleben brauchen. Sie kann ohne großen Zeitaufwand erweitert werden. Also ist das unser eigenes, bin ich die IRS Mary Shelley oder war das eine andere? Jo. Nein, ich bin die HSS Poitier, okay. Sie kann ohne großen Zeitaufwand erweitert werden, ich wusste nicht mehr, wo ich aufgehört habe, um sie so an die Anforderungen jedes beliebigen Auftrags anzupassen. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Flugrichtung. Während der Vorbereitungen auf diese Mission habe ich mir darüber einige Gedanken gemacht. Inmitten der ganzen Aufregung darüber, was dramatisch als Apokalypse bezeichnet wird, worüber wir jetzt gerade gelesen haben, sind alle so besessen von dem Gedanken, ein neues Zuhause, einen neuen, für uns bewohnbaren Planeten zu finden, dass sie darüber vergessen haben, worum es bei der Weltraumforschung eigentlich geht. Neue Welten zu erforschen und, naja, der Rest dürfte bekannt sein. An leider deutlich sichtbaren Fäden aufgehängt, in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Okay, jetzt haben wir sogar da solche Emojis drin im Logbuch. Ich finde das höchst unprofessionell. Wer weiß, vielleicht ist die Lösung unser... Kein Wunder, ist das das kaputte Schiff? Deswegen sind die alle gestorben, weil der Kapitän irgendwie keine Ahnung hatte, was er tut. Wer weiß, vielleicht ist die Lösung unserer Probleme eine ältere, weisere Spezies, die sich in der Vergangenheit in einer vergleichbaren Notlage befand und diese erfolgreich überwinden konnte. Oder so schlau war, diese kommen zu sehen und zu vermeiden zu können. Wir werden viel Neues über den Kosmos herausfinden, wenn wir denn nur mit offenen Augen durch ihn reisen. Und wer weiß, möglicherweise stolpern wir auf unserem Weg ja über das, wonach all die anderen Schiffe suchen. Oder vielleicht, nur vielleicht, stellen wir erst Kontakt mit einer außerirdischen Rasse her. Wie auch immer, uns steht eine interessante Reise vor. Ende des Eintrags. Heidi, wir müssen trotzdem immer noch einen größeren Stromgenerator bauen. Und dann dich dazu bringen, dass du vielleicht ein bisschen schöner aussiehst. Wo sind wir eigentlich? Ich weiß, wir haben Stromprobleme. That's what I'm trying to do. Also, haut euch in die Halle. Warte, sind wir ready zum Jump oder so? Da könnt ihr nicht raus. Wir sind überhaupt nicht ready zum Jump. What's your problem? Schlechte Umgebung? Come on, chills. Es gibt überhaupt keine schlechte Umgebung. Alles ist cool. Wir haben dieses, die relikte Schiff hier, habe ich das schon, zerlege ich das schon? Okay, ich transferiere immer noch alles, wie es aussieht. Und dann und ich berge schon die Sachen. Okay, cool. Machen wir alles, bevor wir die Hülle abbauen. Will niemand die Hülle bauen gehen eigentlich? Okay, Kaffee. Da kann ich jetzt nicht wirklich was dagegen sagen, aber... Irgendwer bitte? Hülle bauen gehen? Hat irgendwer Interesse? Ah nein, sie wollen pennen gehen. Okay, cool. Motherfuckers. Ich hab schon wieder. Warum haben wir die ganze bösartige Schiffe? Kann man das mal erklären? Könnt ihr mal aufhören, mich die ganze Zeit hier zu mobben? Wir kriegen nicht halb den Shit raus, den ich rauskriegen will. Wenn uns das Drecksschiff hier schon wieder. Oh mein Gott. Wie soll ich da meine Hülle jemals vergrößern? Mein Gott, wir müssen das schon wieder verpissen. Okay. Systems. Hypersprung vorbereiten. Wir werden das hier wieder auf höchste. Wo war das? Das kann ich auch in Systeme machen. Ich war in Navigation. Get going, egal. Ihr dürft nicht mehr pennen, wir werden nämlich gerade beschossen. Okay, unser Schild hält noch dabei. Ich weiß nicht, wie lang.
Nicht extrem lange, wie es aussieht. Wie schaut's mit unserer Sprung-Capability aus? Let's jump! Goodbye, Bitches. Aber echt nervig, dass wir das Schiff jetzt nicht auseinandernehmen konnten. Hüpfen die uns einfach jetzt jedes Mal nach? Ist es das gleiche wie das letzte Mal? Oder war das ein anderes? Verlassen? Will mich bitte wieder neben dieses Schiff hier platzieren? Das ist kein böses Schiff, das ist ein nettes Schiff. Das gefällt mir. Vielleicht kann uns das nette Schiff gegen das böse Schiff helfen, wenn es uns wieder nachläuft. Der Pisser. Ja, keine Navigation mehr. Und jetzt baut es mir bitte, ist das immer noch in Auftrag gegeben, auch wenn wir weggejumpt sind? Ja. Könnt ihr jetzt mal den Rumpf bauen, bitte? Bevor wir irgendwas anderes machen. Bevor ich den Auftrag gebe, das hier zu... Wahrscheinlich, sonst machen sie es nicht. Ich finde es geil, dass die anderen drei einfach durchgepennt haben. Während wir uns eine Verfolgungsjagd geliefert haben. War der für den Bauauftrag nicht? Eis. Haben wir noch Wasser? What? Wir haben kein Wasser mehr? Nö, 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 nö. Ich möchte die Ressourcen. Kann ich die Ressourcen? Konnte ich da nicht mal die Ressourcen sehen? Jetzt sehe ich nur noch die Schilde. Nein, ich nicht die Einstellungen der Ressourcen. Nein, ich will kein neues Schiff bauen, dankeschön. Okay, da sehe ich es. Na, wir haben noch 82 Wasser. Okay, cool. Okay, jetzt sehe ich es da auch wieder. Cool. Wie schalte ich zwischen dem hin und her? Not sure. Gehst du jetzt endlich? Okay, du gehst die Hülle bauen, cool. Du baust zuerst den Rand, das finde ich auch interessant. Okay, wenn du das dabei baust, dann können wir jetzt vielleicht trotzdem anfangen, dass ich... Also, ich muss das ja auch noch zuerst davor gehen. Right. Wer baut nicht gerne? Wer baut? Wer bist du gerade? Forest ist hier drin. Also Forest wollen wir nicht mitnehmen. War Danny gut im Schießen? Wer war gut im Schießen? Danny ist relativ gut im Schießen. Okay, Danny, direkt Befehl. Hau dich rein. Und Gulliver, ebenfalls direkt Befehl. Hau dich ebenfalls hier rein, bitte. Hab sie nichts gegessen jetzt oder so. Und du kommst hier rüber. Andocken bitte hier. Oh, es gibt sogar zwei Andockmöglichkeiten an dem Schiff. Nicht schlecht. Okay. Raus mit euch beiden. Und gehen wir brav vor. Da geht's gleich zu und her. Bist du gerade im Verbluten schon wieder? Jesus Christ, die sind gerade erst angekommen. Können wir noch ein bisschen was erforschen, bevor du mir hier wegblutest? Okay, aber ich habe ein bisschen zu sehr Angst. Wir gehen wieder zurück. Yo! Mach mir das blöde Ding jetzt das Schiff streitig? Motherfucker! Ja, okay, könnt ihr euch mit dem fucking Getier rumschlagen zuerst? Finde ich aber schon ein bisschen frech. Ich war hier zuerst. Wieso macht er jetzt nicht weiter? Ihr seid nicht mehr direkt befehlt, gell? Ja, und das ist dein Medizinbett, also kannst du ruhig machen, wenn du möchtest. Forrest, geh mal weiter bauen. Dankeschön.
Können die das jetzt einfach claimen, frech? Auch nicht, okay. Ich sage, es dauert echt ziemlich lange, bis die Höhle mal erweitert ist, ja. Und ich kann wahrscheinlich zwei Leuten eine höhere Priorität geben, wenn es mir zu sehr auf die Nerven geht. Kann ich schon? Ist es schon wieder das gleiche blöde Schiff? Nein, es ist ein anderes, oder? Hat es nicht anders ausgesehen? Schießen die jetzt wieder zuerst auf mich oder auf den anderen? Also sie schießen zuerst auf die, cool. Dann machen wir noch schnell die Hull fertig, okay? Das ist aber echt ein Problem. Ich brauche Turrets, glaube ich, auch, damit ich mich mal wehren kann gegen die Pisse. Weil egal, wo ich hingehe, es taucht jedes Mal gleich wieder ein Piratenschiff auf. Könnt ihr euch wehren? Habt ihr Geschütze oder sowas? Schaut nicht danach aus. Ja, fetter Stromgenerator, bitte. Okay, wir könnten den so hier reinhauen. Mich natürlich, dass wir... Okay, da kann man auch dran vorbei. Ich frage jetzt, ob es so besser ist. Aber fast nicht. Ich glaube, wir machen den so. Warum ist Bauverrichtung nicht möglich? Wir haben nicht genug Tech-Blöcke für das Teil. Okay, shit. Wie viele Tech-Blöcke haben wir? Wie viel brauchen wir? Wir haben Energieblöcke. Wir haben Infraschrott. Wir haben Energieschrott. Haben wir gar keine Tech-Blöcke? Wait, wieso haben wir gar keine Tech-Blöcke? Hat das Teil Tech-Blöcke gebraucht? Ich habe meine Tech-Blöcke dafür ausgegeben. Okay, das macht das einfach mal schwieriger. Wir haben keine Tech-Blöcke. Aber um Tech-Blöcke zu looten, müssten wir irgendwie an den blöden Piraten vorbeikommen. Ansonsten wird es das nicht spielen. Vielleicht sollten wir das Schild loswerden, aber das Schild ist gerade irgendwie auch recht wichtig. Okay, beim nächsten Schiff versuchen wir vielleicht einfach so schnell wie möglich an die Tech-Blöcke zu kommen und alles andere ist sekundär. Ja, ich meine, wir können hier einfach nicht bleiben. Wir haben nichts. Können wir die boarden? Es sieht klein aus, das Schiff. Vielleicht wenn wir sie... Na, wir können es probieren, oder? Bist du wieder gesund? Ach, Gulliver ist immer noch krank. Das ist natürlich dann kacke. Genesung beschleunigt. Na, nicht wenn Gulliver gerade eh schon am Arsch ist, glaube ich. Dann können wir das nicht machen. Okay, Schiff ready. Schiff ready. Und es wird gehupft. Okay, ich würde gerne, keine Ahnung, fuck it. Okay, da gibt's auch noch Eis, das ist cool. Eigentlich, wie gesagt, die Pisser laufen uns ja gleich wieder nach. Ich glaube, wir müssen sie versuchen zu boarden. Nicht warten, ich wollte nicht warten. Scheiße. Jetzt habe ich einen Zug noch verkeckt, wo mir das blöde Piratenschiff wieder nachfliegt. Ich wollte eigentlich verlassen klicken. But I fucked it up. Ja, wir würden gerne hierhin, bitte, zwischen das Schiff und das Eis. Okay, und du bist immer noch... Warte mal, Navigation kann wieder bitte nicht mehr auf super hohem Niveau sein. Super hohe Dringlichkeitsstufe. Gulliver ist immer noch am Arsch. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach die anderen drei. Weil wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie dann? Alle hier rein bitte. Audrey kommt auch mit.
Wir können es also mit ein bisschen höherem Speed machen, okay. Dann sehe ich hier irgendwo ein Dock. Da wäre ein Dock, aber ich weiß nicht, ob... Das schaut ein bisschen zerstört aus. Okay, aber ich kann immer noch hin. Annehmen bitte, geht dort docken. Okay. Und jetzt bitte alle raus. Und gehen wir. Wieso habt ihr so... Ihr habt noch keine wirklichen Luftprobleme hier. Okay, schießen bitte. Besten bevor jemand anfängt zu verbluten. Oh mein Gott, so many. Nicht besonders groß, das heißt, wir sollten zumindest mit der Forschung relativ schnell fertig sein, hoffentlich. Hoffentlich gibt es ein paar Tech-Blocks zu holen. Don't die. Okay. Inversion fast wieder hin. Aufheben. Zum Schiff zurückbringen. Haben wir... Okay. Transfer. Energieblöcke. Okay, es sind Tech-Blöcke dabei. Alle auswählen und dann mal darüber bringen, auf alle Fälle. Und den Tech-Schrott würde ich auch gerne. Kann ich den? Ja, wir nehmen auch gleich den Tech-Schrott. Du haust schon ab. Du musst jetzt nicht mehr wirklich gedraftet sein. Aber das fucking Schiff eigentlich schon noch, right? That's the problem. Ich weiß nicht, ob du jetzt einfach da bleibst. Das ist, glaube ich, auch nicht... Na, weißt du was? Du kommst da jetzt auch noch da drauf. Wir müssen mal zuerst mit allen zurück. Ja, aber der stirbt nicht jetzt am... Kann Gulliver bitte wieder gesund sein? Oder baue ich jetzt ein zweites Medic Bed, was ich wahrscheinlich nicht bauen kann. Man dafür... Okay, Gulliver ist gerade gesund geworden. Perfekt. Ist jetzt alle nicht... Ey, kann irgendwer Forest hier vielleicht nicht liegen lassen am Boden? That might be great. Können wir den da ablegen gehen? Ja, genau. Genau. Okay, er hat sich... War Audi der? Na, Audi war am Arsch. Okay. Alles ist gut jetzt? Ist es alle dort, wo er sein sollte? Okay. Wieso fliegst du jetzt alleine rüber, Shuttle? Actually? Egal, wir brauchen die Tech-Blöcke. Da ist schon das andere Schiff, oder? Ja, da ist schon das andere Schiff. Ich würde auch gerne das Eis bekommen, aber ich glaube, das ist wichtig jetzt, die Tech-Blöcke dabei. Ja, eintreffendes Schiff, nächster Zug, das sind schon wieder die Piratenpisse. Ich frage mich, wir versuchen sollten, sie zu boarden, maybe. Ich hoffe, Audrey erholt sich langsam. Ja. Die ist eh schon fast wieder gesund. Dann glaube ich, versuchen wir sie zu boarden. Mein Auto wieder gesund ist. Aber ich kann nicht die ganze Zeit nur weglaufen. Und ich kann keinen Turret bauen momentan. Ich meine, wir werden eh sehen, wenn ich es anklicke, ob es überhaupt geht. Oder ob sie dann das Shuttle abschießen, bevor es dort ankommt. Oder... Wir speichern und dann probieren wir das mal aus. Okay, das neutrale Schiff hat zwar, das ist kacke, weil jetzt haben wir kein zweites Ziel, was die anderen vielleicht angreifen. Könnt ihr bitte kurz... Könnt ihr kurz... Nicht das hier machen, sondern stattdessen das Zeug bergen gehen? Oh Gott. Holt den ganzen Shit hier. Es ist kein böses Schiff. It's perfect. Okay, sehr cool. Es war kein böses Schiff. I love it. Ihr müsst trotzdem Shit holen gehen. Dudes? Was habt ihr jetzt auf einmal alle Luftprobleme hier? Nee, reicht eh. Okay, könnt ihr das mal kurz... kann ich das pausieren?
Ich will sie nicht. Ich will sie nicht entfernen. Ich möchte sie nur gerne. Haben die alle eine zu große Konstrukt? Nö. Abbau. Oh, die hätte großes. Abbau und Logistik? Ich nehme mal an, das sind die Sachen. Aber die machen sie es trotzdem nicht. Nicht ganz verstehe. Okay. Aber das Shuttle fährt ohne irgendwen rüber. Ah nein, okay, es holt hier die Leute. Okay, perfekt. Okay, alle vier rüber, perfekt. Cool. Ich hör schon, auf zu malen. Keine Ahnung, ob das jetzt genug Tech-Blöcke sein werden, um das Ding fertig zu bauen. Ich hoffe, aber... 0 von 6 Tech-Blöcke momentan. Nice. Beautiful. Na, Übersicht bitte. Okay, wir haben da kein Tech-Schrott. Meine G-Blöcke, wir haben einfach nicht die richtigen. Sehe ich, was da drin ist? Sehe ich, was du geladen hast? Infraschrott, 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 Hüllenschrott, Infraschrott, Infraschrott. Aber kein Tech-Schrott. It's not optimal. Du hast aber gesagt, es gibt ein bisschen was zumindest. Oh, ah ja, nix mehr. Nice. Dann können wir den ganzen anderen Shit jetzt auch wegnehmen. Aber das ist natürlich nicht optimal. Und irgendwer könnte bitte noch schnell das Eis hier holen fürs Wasser.